Ja, guten Morgen, Freunde. Wie ihr seht, sind wir nicht mehr Shisha rauchen gegangen, weil es gestern einfach zu spät wurde. Wir haben jetzt Samstag den Tag des XXL Tuberdays. Es ist, wie spät? Verdammt früh, um 6:12 Uhr, ja. Wir frühstücken gerade, ja. Wichtigste Mahlzeit des Tages. Immer schön Frühstück essen. Wer im Arsch ist und sich wundert, Frühstück ist das Problem. So, wir machen es jetzt fertig, dann geht's los. Und so sehe ich aus, wenn ich gerade aufgestanden bin, ja. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Wir sind jetzt in der Bahn, es ist mittlerweile eine Stunde später. Wir sind hoffentlich gleich da. Fio steckt noch gleich dazu. Und dann geht's gleich los mit Soundcheck und so einem Schwachsinn und um 10 oder so ist Einlass. Ich habe keine Ahnung. Nur Einlass der YouTube. Ja, irgendwie sowas. So, wir sind jetzt mittlerweile an der Messe angekommen, aber wir kommen nicht rein. Du hast mit denen gesprochen, was hat die zu? Ja, es ist halt einfach ein bisschen komisch. Die haben sich nicht abgesprochen. Und so wie das nun mal ist, wenn man sich nicht abspricht, dann weiß der andere nicht Bescheid, was der andere gesagt hat. Und dann stehen wir alle dumm da. Weil irgendwie jeden Tag das Sicherheitspersonal wechselt, keine Ahnung. Und die sprechen sich wohl nicht ab. Jetzt stehen wir hier am Eingang und kommen nicht rein. Wir als Aufbauer, als Team kommen jetzt hier nicht rein. Die Proben beginnen in exakt 21 Minuten. BU-Messe beim nächsten Mal. Bitte besser organisieren und gibt uns goldene Ringe oder goldene Pässe, oder? Damit wir alle, damit alle wissen, damit alle wissen, dass wir da sind, Motherfuckers. Ja, Leute, wir sind jetzt reingekommen. Das Ding ist, wenn wir kein Auto haben, kommen wir da nicht rein. Wir sitzen jetzt bei Vive im Auto. Abonniert meinen Kanal. Ja, genau. Wir haben uns mit reingenommen und jetzt sind wir, glaube ich, auch gleich da. Viel zu spät. Jetzt kommen wir nicht zur Halle, weil der Eingang von der Halle noch echt abgesperrt ist und der uns einfach nicht verstanden hat. Er hat einfach so ein Gerät in der Seite. Voll fail, Alter. So, wir sind jetzt endlich in der Halle. Ich stehe hier auf der Bühne. Ist noch voll leer hier. Ich bin jetzt erstmal im Einlass und verteile die Artist-Bändchen an die ganzen Fame-Leute, die hierher kommen. Da sind die Dinger, die wir gleich verteilen werden. Oder wir verticken die für 10, haben wir gesagt. Weil ja, da kommt ein bisschen was. Verticken für 10 mal einen schönen Abend. Oder? Bist du aufgeregt? Jetzt komm, ein bisschen was muss ich wenigstens. Ja, ich bin aufgeregt und ich möchte jetzt nicht gefilmt werden. Ja, und das ist meine jetzige Aufgabe. Ich muss dafür sorgen, dass die YouTuber, die hier reinkommen, alle so ein Artist-Teil hier bekommen. Ich muss die denn hier alle abhaken. Das Problem ist nur, dass 90% der Leute mit dem Auto kommen und ich hier umsonst stehe und warte. Ich werde aber irgendwie gleich abgelöst. Ich habe keine Ahnung, warum. Hab schon mit ein paar coolen Leuten aber trotzdem geschnackt hier. Danergy oder Dylan, eben gerade war Maniac hier, war auch ziemlich fresh. Und wenn ich denn gleich abgelöst werde, hoffentlich, dann gehe ich hinterher zur Halle 23a und guck mal, was da Backstage noch so geht. Müsste eigentlich auch gleich die Bühnenshow beginnen. Und dann muss ich natürlich noch Jonas und Max fragen, ob die mit meinem Moderationskanal was anfangen konnten. Ja, Freunde, kurzes Update. Max im Neuss-Bagger Team, wir haben uns cool unterhalten, ist endlich angekommen, Alarm auf ihn gewartet. Das war cool, was nicht so cool ist, es ist jetzt kurz nach 11 und ich muss hier noch bis um 1 stehen, wo hier alle halbe Stunde vielleicht mal einer vorbeikommt, der noch nicht da ist. Das heißt, es wird noch lange für mich dauern hier und ich verpasse die ganze Action drinne. Das finde ich natürlich sehr schade, aber ich habe es mir ausgesucht und ich werde mich nicht beschweren. Umso mehr Party machen wir dann nachher noch drinnen. Hoffe ich zumindest. So Leute, wie ihr seht, ich habe meinen Posten verlassen, meine Ablöse ist gekommen und ich gehe jetzt zur Halle 23. Ja, ich bin echt gespannt, was abgeht, ob da viel Stress am Start ist. Ich werde genauso überrascht sein wie ihr. So, und ja, jetzt bin ich im Tunnel, ihr seht mich nicht mehr, also bis gleich. Ja, ich bin jetzt gleich bei Halle 23, Alter. Ist ein mega langer Fußweg und ich wurde gerade zum Wasserträger befördert, hier von Nicky Boy, hey. Ja, The okay. Trev. Ne? Ja, okay, das waren noch Zeiten. Alter, ne? Vater, Alter, ich war hier noch gar nicht. Habe ich irgendwas Krasses verpasst? Kannst du mir mal... Ja, mein Auftritt. Ja, ich musste ja vorne warten, leider. Ey, wir waren eigentlich noch gar nicht fertig. Eigentlich müsste ich dich jetzt schlagen. Wir wollten nämlich mal einen Song zusammen aufnehmen und du hast den Beat einfach für einen anderen Song benutzt. Kannst du dich daran erinnern? Echt? Ja. Bitte, echt? Ja, ist echt so. Themawechsel. Yo, ich bin zwar hier als Crew und so am Start, aber ich habe gerade ein Autogramm gegeben. Richtig geil. Da, guck mal hier. Ist das geil? Ach, guck mal, ey, jetzt kommt schon der Step, jetzt krieg ich bestimmt Ärger. Ja, nee. Autogrammstunde läuft auf jeden Fall, ist richtig voll. Das macht Spaß. Also ein bisschen arbeiten, ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall coole Sache. Ich bin echt ein bisschen müde, muss ich sagen, aber die Leute sind echt cool drauf und ich habe sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich bin der Max. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, ich habe gerade Bänder geklaut. Ja, scheiß mal auf den Smalltalk. Sag mal, was hältst du eigentlich von so Typen, die so mega wichtige Aufgaben machen, wie zum Beispiel Moderationskarten basteln? Findest du das gut, oder? Nee, fand ich überhaupt nicht gut. Das ist so ein Arsch. Ey, guck mal, ich hab die sogar... Das ist Alter. Ich hatte null Zeit und da war er die Rettung. Er hat meinen Autogrammkarten gemacht. Ich
weiß nicht, was ich ohne Autorahmen... Moderationskarren. Ja, genau, meine ich ja. Ich weiß nicht, was ich ohne gemacht hätte. Also ich wäre echt aufgeschmissen. Deswegen danke. Das ist der Allerbeste. Ja, ich weiß. Ja. Und geil sehe ich auch noch. Nee, das machen wir später, ja. Okay. Und dann rücken die Tresen, so als sei nichts gewesen. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Scheiße. Wem gehört die Kamera hier eigentlich? Was geht ab? Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Hier der Kanal. Weiß nicht mal, wem die Kamera gehört, aber abonniert meinen Kanal und deabonniert am besten den hier. Einfach zum Joke, deabonniert und schreibt mal alle in die Kommentare. Hashtag GoWifiAbi oder so. Und dann würde ich sagen, war für schöne Grüße sagen. Interessiert dann auch wieder leider gar keinen, deswegen haut rein. Yo Freunde, das war der XXL Tuber Day. Ich bin echt ganz schön fertig. Es ist jetzt, ich gucke mal auf die Uhr. 18.20 Uhr, wir sind jetzt seit 13 schon wach, was jetzt nicht viel ist. Wenn man allerdings so viel gelaufen ist, so viel Shit gemacht hat, ist das schon echt anstrengend. Zum Schluss mussten wir jetzt auch noch, wo wir sowieso schon alle komplett kaputt waren, hier diese Platten rausheben, weil ja war irgendwie so ein Kabel, das irgendwie sehr empfindlich ist, mussten wir da noch rausholen. Es war mega anstrengend, weil eine von diesen Platten ungelogen über 100 Kilo wiegt. Ich habe das gestern alleine gemacht, kein Spaß. Und das mussten wir noch eben machen. Gab ein bisschen Ärger, weil es keiner machen wollte, verständlich, nach so einem Tag. Aber das war's, die Halle ist leer. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke gewonnen. Wir gehen jetzt noch irgendwie was trinken oder so. Ja, dann war's das mit dem Video. Ich mache immer so eine provisorische Endcard, letztes Video, vorletztes Video. Und dann bin ich raus. Achso ja, wenn ihr wollt, natürlich einen Daumen da lassen. Und bis zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.